War doch mal eine gute Mütze Schlaf. Und ohne einen störenden Albtraum. Auch mal nicht schlecht. Dann fühle ich mich erfrischt, um mich auf diesen, ja, ich denke doch, recht langen Weg zu machen. Ich hoffe, mein Hellsichtzauber enttäuscht mich nicht. So, Mjoll. Mjoll hat sich dort hinten hingesellt, so wie es aussieht. Zu diesen beiden da. Ja, sie meidet mich des Öfteren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es einfach nicht. Ja, und ich wollte ja eigentlich nach Markart rüber, aber ich denke, ich werde erst, bevor ich dorthin gehe, ich habe es zwar versprochen, dass ich so schnell wie möglich komme, zu den Graubärden raufgehen. Und dort eine Zeit lang wieder der Meditation gedenken. Wäre nicht das Schlechteste. Nun gut. So, Mjoll. Aha. Sie kommt. Ich liebe die kühle Luft. So, wir sind früh bei Zeiten dran. Und das wollen wir doch ausnutzen, ne? So, wir lassen unsere Pferde hier. In Richtung, ja, Norden. Vielleicht. Ja, Richtung Norden. Dort, wo ich einmal bei diesen Banditen war. Dort hinten ist es wahrscheinlich, ups, beinahe in den reingelaufen. Ja, ging hier, war hier nicht ein Durchgang? Tut mir leid. Ich dachte mir, hier war ein Durchgang. Und ab! Ah. Anscheinend nicht. So, jetzt möchte ich trotzdem mal schauen, was mein Hellsichtzauber sagt. Was war denn das? Mjoll! Ja, noch sagt er gar nichts. Ha. Oh. Huh. Das ist blöd. Wenn mein Hellsichtzauber nämlich nichts sagt, dann ist es richtig blöd, das zu finden. Was? Ich gehe zurück? Ich weiß nicht wohin, ne? Nett. Nett, wir brauchen für dich unbedingt mal neue Ausrüstung. Irgendwo. Ja, der Hellsichtzauber ist ein bisschen verwirrt. Ich würde sagen, wir gehen mal zu diesem Lager hin. Und schauen wir, ob wir dort, wo ich schon mal war, und schauen mal, ob dort neue Banditen sind. Und dort müsste es dann irgendwo, irgendwie, weiter Richtung Norden gehen. Vielleicht sogar auf einem Pfad. Wir gehen mal um diesen Kampf hier herum.
Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir hier so gut wie möglich durchkommen. Ne? Ich nehme mal das Lager als Orientierungspunkt. Moment. Ach, übrigens habe ich ja meinen Zauber. Mein Eiszauber ausgewählt und ich wollte noch mal was anderes probieren. Wenn ich schon mal diesen Tiger hier habe, wo ist er hin? Denn ich kann ja auch meine Zauber verstärken. Wo? Indem ich beide Hände auswähle. Machst du? Alles klar? Gut. Indem ich beide Hände benutze. So. Das sind Bienen. Da ist das Lager. Das müsste eigentlich verlassen sein. Wurde doch gekämpft, oder? Ja, und ich würde sagen, dass wir über diesen Berg hier drüber müssten. Joll. Wäre so meine Meinung. Na los. Gehen wir mal noch ein bisschen vor. Schauen wir kurz. Sehen die uns? Sieht so aus, ne? Er steckt seinen Bogen wieder weg. Wir haben hier einen blöden Platz. Einen echt blöden Platz. Mein Pfad ist hier nicht zu erkennen, oder? Hier könnte ich mal probieren mit einem Bo. Mit einem Bogen. Da. Der da hier. Sind Sie in Alarmbereitschaft? Nein. Nein, aber ich bin zu weit weg. Ich denke, ich bin zu weit weg. Ah, hier treffe ich doch keinen Stiefel. Wohl probieren, ne? Probieren. Nicht ein mehr. Ach da. So. Ja, setz dich mal hin.
Au! Der hat gut getroffen. Warte. Echt gut getroffen. Oh. Wirklich gut. Nicht ohne. Nicht ohne ist der. Eieiei. Mach ich. Was mach ich? Wo ist Njol? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich noch nicht zum Sterben bereit. Sonne sieht man kaum was. Njol, wo bist du? Dort unten, ne? Ist der blöde Bogenschütze. Der mir fast... Verdammt, ich weiß nicht, wo ich rankommen soll. Alles... Das bietet hier keinerlei Schutz. Das ist nicht schlecht. Man müsste eigentlich... Eigentlich von oben taktisch gesehen müsste man von den Felsen her das Ganze angehen. Wäre besser. Ich sehe jetzt überhaupt keinen mehr. Hier ist zumindest sind hier Pfeile. Wo ist er? Da. Nicht. Oh, Njol. Njol hier. Njol ist ja die allerbeste. Was machst du hier? Hast du hier alles niedergemacht? Sag mal, Njol! Was bist denn du? Was bist denn du für einer? Trotzdem mal vorsichtig. Hast du hier alles niedergemacht? Ja, da waren hier... Wie viel waren denn hier? 4? 5? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er ja. Die ist neu, oder? Aber einfach verschlossen. Oh, ein Goldbarren. Gerne, gerne, gerne. Brauchst du zufällig ein Schild? Nee, du bist eher was für... Oder? Na, obwohl. Ich nehme ihn mal... So, zeig mir mal, was du überhaupt hast. Hast du eigentlich dein Schwert? Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja, das merke ich. Wenn ich was merke, dann das. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Dinge mit dir tauschen. Genau. Wieso nimmst du denn eigentlich nicht deine Klinge? Und ich gebe dir dazu noch dieses Schild erstmal. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Achso, halt. Kein Problem. Warte. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Nein, nicht. Ich will. Das ist bei jedem hier dasselbe. Ich will nicht, dass ihr Ausrüstung tragt. Sondern. So. Hier hast du deine Klinge. Die könntest du nämlich mal benutzen. Wäre nicht das Schlechteste, ne? Alles klar. Gehen wir. Gut. Wenn wir was Besseres finden, dann... Na,
Was hast du denn überhaupt an? Meine Mutter war eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkämpfe... Kein Problem. Oh, entschuldige. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Was hast du denn eigentlich... Ach so. Alles klar. Gehen wir. Wissen wir nicht, wie deine Rüstung aussieht. Ja, dann... ja, dann ist ja hier nichts mehr, ne? Nein. Wir müssen... Jetzt schauen wir nochmal... Jetzt schaue ich nochmal, ob mein Hellsichtzauber vielleicht jetzt geht. Hier rüber? Tatsächlich? Aber laut den Graubärten ist es hier oben. Irgendwo. Also zwischen. Dort ist die Drachenfeste. Und die Drachenfeste? Da liegt's im Norden. Also laut den Aussagen. Das macht mir jetzt, das gibt mir ein bisschen zu denken. Warum? Warum um alles in der Welt führst du mich wieder zurück nach Weißlauf? Das ist doch, das entbehrt jeder Logik. Eigentlich hier, zwischen hier und dem Felsen hier. Jol. Aber schau. Huch. Tut mir leid. Tut mir echt leid, aber sieht noch gut aus. Also ich mag das irgendwie. Ich habe jetzt Gefallen dran gefunden, den ein bisschen zu verstärken, den Zauber. Ich bin immer noch der Meinung, ich muss hier rauf. Und von dort oben, dann können wir mal schauen. Mein Vater wollte, dass ich in seine Fußstapfen als Jäger trete, aber ich hatte mir höhere Ziele gesteckt. Er hat sich nie darüber beklagt. Er fehlt mir. Tja. Mir fehlen meine Eltern auch. Ich sag's, wie es ist. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Und das Gesicht meines Vaters, meiner Mutter. Was haben wir denn hier? Ist das wieder so eine... so eine... Drachen... eine Drachenstelle? Wo ein Drache erscheint? Nein, nein, das sieht anders aus. Was ist das? Er hat sich sogar noch ein bisschen Schnee gehalten in der Ritze. Ich glaube, ich habe was für dich. Nee, Malachit nicht. Ich brauche veredelten Mondstein. Ich gebe dir mal was. Oh, kalt. Moment, dann ziehe ich meinen Fellumhang an. Nicht, dass ich wieder friere. Ich sehne mich nach einem Kampf. Moment.
Ich hab... Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ja, nee. Ich hab... Ich hab eine Rüstung, die eventuell was für dich ist, aber ich weiß es nicht. Oder? Alles klar. Gehen wir. Nicht wirklich, ne? Magst du nicht. Wir stehlen wieder irgendwie rituelle Stäben. Jol, was sagst du dazu? Du bist doch Abenteurerin. Hast du das auch immer gemacht? Rituelle Stellen? Ausgeplündert? Eigentlich sollte man das nicht machen, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so gut, was wir hier machen. Wir holen uns den Zorn der Götter. Ha. Ein Grab. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein, wenn wir schon mal hier sind. Oder, Moment mal. Nicht zufällig hier, ne? Aber jetzt, ne? Moment mal. Hopsa. Jetzt geht's hier rauf. Haben die Graubärde doch nicht so unrecht gehabt. Wer weiß, wo mich mein Hellsichtzauber hin lotsen wollte, ne? Na gut, schauen wir mal rein. Ich weiß nicht. Ich weiß zwar nicht, ob das so gut ist, aber ich habe dich dabei und du scheinst recht gut. Warte mal, ich gebe dir mal was. Ich gebe dir mal noch was. Ich sehne mich nach einem Kampf. Pass auf, ich gebe dir noch was. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ich sag nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. So, hier. Okay. Alles klar. Gehen wir. Ich liebe die kühle Luft. Ja, sie ist anregend. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Ja, aber das mag schon. Ich mag sie nicht ganz so sehr. Ich sag's, es ist...